Psychologie studieren ohne NC? So geht's. Ich weiß ja, dass mittlerweile immer mehr Leute Psychologie studieren wollen. Und ich tue das Ganze gerade. Und was natürlich das größte Hindernis für die meisten Leute ist, ist einfach der verdammte NC. Weil ich weiß nicht, was man aktuell braucht. 1-1, 1-0. Wirklich richtig, richtig, richtig gute Noten. Und viele haben das Ganze aber einfach nicht, haben aber trotzdem halt diese Leidenschaft für Psychologie und wollen das Ganze unbedingt studieren. Und auch für meinen Studiengang, den ich gewählt habe, braucht man keinen NC. Und es ist wirklich das ganz normale Psychologiestudium. Es ist der Bachelor of Science in Psychology. Also wirklich Psychologie real. Und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, wie im Ausland studieren oder eine Studienplatzklage oder irgendwie einen Studiengang wählen, der nicht wirklich Psychologie ist, sondern irgendwie Wirtschaftspsychologie oder was weiß ich alles. Aber um die ganzen Sachen geht es nicht, sondern ich möchte euch heute vorstellen, wie ich Psychologie studiere ohne NC und wie es für mich sogar geiler ist, wie wenn ich an einer ganz normalen Uni das Ganze machen würde. Und zwar studiere ich Psychologie an der Fernuni Hagen. Die Fernuni Hagen ist, wie der Name schon sagt, eine Fernuniversität. Das bedeutet, du studierst über deinen Computer und über das Internet. Und du hast im Prinzip nur Präsenzveranstaltungen zu den Prüfungen. Das bedeutet, du musst zu einem Ort in deiner Nähe fahren, legst da einmal pro Semester deine Prüfungen ab und das war's dann. Und ansonsten kannst du alles vom Schreibtisch aus über das Internet lernen. Und ich persönlich finde das eine richtig, 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 richtig geile Sache. Ich werde auch nochmal genauer auf mein Psychologiestudium eingehen und auch genauer, wie es ist, per Fernstudium zuzustehen. Da werde ich nochmal ein extra Video dazu machen. Heute soll es aber, wie gesagt, einfach nur um das ganze Auswahlverfahren und so weiter von denen gehen. Denn die Fernuniversität Hagen hat kein Auswahlverfahren. Man braucht natürlich ein Abi, das ist wichtig, wobei du sogar, das finde ich das richtig krasse, in manchen Spezialfällen, da habe ich mich allerdings nicht genau erkundigt, brauchst du nicht mal ein Abitur. Sprich, die Fernuniversität macht es einfach so, die sagt einfach, hey, ihr könnt alle mal kommen und dann selektieren sie aus. Und das wirklich radikal. Ich glaube, die Durchfallquote in ersten Semester liegt bei 50% oder 70%. Ich weiß auf jeden Fall, dass in der Statistikklausur, die im zweiten Modul ansteht, das hat man dann, wenn man Teilzeit studiert, im zweiten Semester und wenn man Vollzeit studiert, dementsprechend schon im ersten Semester, da fliegen schon 50% aller Leute raus. Und ich finde diese Herangehensweise eigentlich sehr, sehr geil, weil es ermöglicht im Prinzip jeden, einfach mal Psychologie zu studieren. Und diejenigen, die es dann einfach nicht packen werden, werden einfach sehr, sehr früh schon aussortiert. Und das finde ich einfach eine richtig geile Gelegenheit, dass wirklich jeder sagen kann, beispielsweise, er konnte sich einfach nie krass motivieren, 1-0 Abi oder so zu machen, hat aber richtig Bock auf Psychologie, dass er dann die Möglichkeit hat, das so zu zeigen. Die Fernuni Hagen ist eine staatliche Schule, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Gleichzeitig kostet sie allerdings Geld. Das allerdings auch relativ wenig. Ich glaube, man zahlt jetzt für den dreijährigen Bachelor 2100 Euro, was irgendwie 80 oder 60 Euro im Monat macht. Also wirklich vollkommen in Ordnung. Und das finde ich eigentlich eine richtig, richtig geile Möglichkeit. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Psychologie, ich bin großer Fan vom Fernstudium. Werde ich nochmal ein extra Video dazu machen. Aber das wollte ich erstmal vorneweg an alle euch weitergeben, weil viele jetzt gerade einfach danach suchen, oh, was kann ich studieren, Psychologie kann ich ja eh nicht studieren. Und ich habe schon vielen diesen Tipp mit der Fernuniversität Hagen gegeben und die waren alle total begeistert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mit der Fernuniversität Hagen sehr zufrieden. Ich habe allerdings auch gleichzeitig keine hohen Ansprüche, außer dass sie einfach gute Inhalte zur Verfügung stellen. Klar, Wissensvermittlung könnte immer ein bisschen unterhaltsamer gehen. Es ist natürlich einfach, Folien, PowerPoint-Folien, die auch nicht viele Bilder haben, sondern meistens einfach nur ausgeschriebene Stichpunkte. Und dann wird das Ganze halt runtergerattert. Aber man kriegt wirklich Top-Content, da bin ich wirklich total zufrieden damit. Man wird auch relativ gut unterstützt. Es gibt viele Foren, wo man sich austauschen kann. Das finde ich alles mega super. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein Weg, den sich jeder anschauen sollte, der unbedingt Psychologie studieren will und vielleicht nicht die entsprechenden Noten dazu hat. Und deswegen checkt das Ganze aus. Ich kann euch den Link gerne auch in die YouTube-Beschreibung packen, damit ihr euch einfach schon mal erkundigen könnt. Und mich würde es mega freuen, wenn dadurch einfach mehr Leute Psychologie studieren, die es über die Noten nicht ganz schaffen würden, aber sich grundsätzlich einfach krass dafür
interessieren und dass wir so vielleicht einfach mehr, ja, Psychologiestudenten bekommen, die vom System sonst eigentlich auslektiert worden wären, die das Ganze aber aufgrund von ihrer großen Leidenschaft richtig gut machen werden. Deswegen, das freut mich, wenn euch das mega weiterhilft. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Weg schon kanntet, ob ihr die Fernuniversität Hagen schon kanntet. Ist, glaube ich, die größte Fernschule in Deutschland, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall gefreut, euch da helfen zu können. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube an euch, euer Leo. What's up? Los, trau dich ins Outtake. Trau dich ins Outtake. Komm, ja, komm, mich, komm. Mich. Traust dich nicht? Nee. Rennst du gleich wieder durch? Gut. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.